Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Star Citizen. Immer noch in Levski, immer noch Lost. So, erstmal raus. Das war ja, glaube ich, hier, ne? Ja, okay. Ja, ich möchte mir die Prospektor anschauen. Und habe ja den Weg noch nicht gefunden. Ich habe aber noch nicht weiter mich drum gekümmert. Zu suchen vernünftig. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, an diesen vermaledeiten Weg. Oh, das war völliger Quatsch. Wir müssen die andere Seite nehmen. Geht schon gut los. Ups. Mal nebenbei gesagt, ich würde sowas ja gerne mal in Blender nachbilden. Einfach mal, um da so ein bisschen reinzukommen in die Blender-Geschichte. Liberty Maintenance, was ist das denn? Sind wir hier jetzt bei Grand Barter Market? Nee, da müssen wir jetzt hin. Das war ja das Gleiche. Also, Grand Barter Market. Da. Ich muss auch langsam mal mich um Nahrung kümmern. Also es ist noch nicht kritisch, aber... So. Ich habe gerade einen kleinen Geistesblitz gehabt. Moment, ich muss noch mal kurz was gucken. Ich fahre noch mal kurz hoch. Ich habe mich gerade an was erinnert. Moment. Mal schauen, ob das stimmt. Wir werden es sehen. So, gehen wir hier raus. Da ist es. Ha. Hier geht's, glaube ich, zu dieser Geschichte mit den Schiffen. Ja, Schiffshop. Dann habe ich mich gerade richtig erinnert. Ich hatte gerade gedacht, nee, du bist ja bei den Hangar-Geschichten auch gewesen. Und da fiel mir ein, Moment, war da nicht der Fahrstuhl zur Schiffsausstellung? Sehr vertrauenserweckend. Ja, yeah, na Gott sei Dank, meine Güte. Was habe ich gesucht hier? Hier müsste doch auch irgendwo die Prospektor stehen, da ist sie doch. Als erstes interessiert mich natürlich der Preis und kostet wahrscheinlich 2 Millionen oder so. $2.061.000 AUIC. Aber wir gucken uns das ganze Ding mal an. Kann man da irgendwie rein? Reinschauen. Access Point. Kann man das aufmachen?
Gravity Generator. Mhm. Jump Drive. Kann man wahrscheinlich noch nicht reingucken. Ne? Emergency Kit. Erste Hilfe Koffer. Das finde ich immer so witzig. Das ist die. Upp. Nein, ich habe kein Geld. Ich möchte mal in den Laderaum gucken. Mal gucken, ob das auch geht. Ich glaube, da kommt man gar nicht ran, oder? Aber die hätte ich gern. Ich weiß gar nicht, was die in Realität kostet, ob man die als Einzelschiff kaufen kann. Aber die würde mir wirklich gefallen. Das ist so ein Ziel, was ich anstreben möchte, halt im Spiel in Star Citizen. Die sieht auch sehr spannend aus. Was ist das für ein Ding? Drake Interplanetary Drake Buccaneer. 1.410.100. Aha. Schon keep clear. Sehr schön gestaltet, finde ich, mit den Triebwerken, die nach unten weisen und so. Was ist das da? Das sieht mir aus wie so ein Wasserstofftriebwerk. Hier von den Highspeed Jets, die es in Zukunft irgendwann mal geben sollte. Ja, doch, gefällt mir sehr gut. Das ist ein Ziel, auf das ich hinarbeiten möchte. Ich weiß gar nicht, würde man das auch schaffen, wenn man mit Hand Bergbau betreibt? Ich glaube nicht. Ah, nee, Quatsch, man könnte das doch auch mieten. Moment, Moment. Ich weiß gar nicht, war das hier oder? Mal kurz. Gut, wie auch immer ich das mache, ich muss das Ding ja auf jeden Fall bezahlen, ob das nun so ist oder Miete. Was ist das eigentlich für ein Ding hier? Drake Cutlass Black. Aha. Schon ganz schön mächtige Maschine, ne? Aber nee, ich möchte die hier. Also, oh. Oh. Wah, wah, wah. Passiert manchmal. Aber es ist ganz passend. Ich habe mir vorgenommen, die Star Citizen-Geschichten erstmal wirklich nur immer so 10 Minuten zu machen, weil ich im Moment halt wirklich am Überlegen bin, auch auf Hinsicht mit den Banu oder Banu, habe ich jetzt gelernt. Die Betonung liegt auf Banu. Banu, wie auch immer. Ich mache mir im Moment eher Gedanken, wie ich überhaupt an das Spiel rangehe, als dass ich überhaupt selber spiele.
Von daher würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine ruhige Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ciao.